Debatte auch quasi zusammenzufassen und sich der Regierung. Vorweg nochmal ein Gedanke auf das, was Tanja uns gerade erzählt hat. Das hat eigentlich alles auf dieser einen Annahme beruht, die wir tatsächlich für eine Annahme halten, nämlich, dass die Anreize so verschoben werden, dass in globalen Zügen nicht mehr lokal für die lokale Bevölkerung produziert wird, sondern dass alles exportiert wird. Wir haben, glaube ich, in vier Punkten gezeigt, und das werde ich nochmal zusammenfassen, dass wir eben glauben, dass diese Verschiebung nicht in diesem großen Ausmaß passiert, in dem ja die Zeit und worauf dann eigentlich alles beruht, was ja jetzt als Schaden ausmacht. Und was ich auch nochmal wirklich ganz stark betonen möchte, ist, zusätzliche Industrien heißt ja nicht, oder das heißt ja nicht unbedingt, dass andere Industrien sozusagen verdrängt werden. So, es können einfach zusätzliche Arbeitsplätze geschafft werden, indem die sagen, okay, es gibt schon welche, die produzieren für den lokalen Markt, die können das dort irgendwie sehr günstig verkaufen, die zahlen auch niedrige Löhne, das ist erstmal so wie im Status quo. Zusätzlich kommt jetzt aber noch der Anreiz, unter diesen Fairtrade-Bedingungen für die EU zu produzieren, unter anderen Bedingungen, vielleicht auch andere Güter, vielleicht das als zusätzlichen Wirtschaftsfaktor und zusätzlich noch Arbeitsplätze zu schaffen. Das heißt, es ist erstmal sogar ein Riesenbonus für das Land. Und dann, und das hat uns alles dann auch nochmal erklärt, wird es dann so einen Angleichsmechanismus geben, dass das sozusagen dann konvergiert zu einem generell höheren Standard. Das heißt, wir glauben nicht, dass wir sagen, dass wenn wir den Antrag durchsetzen, dass das bedeutet, dass die jetzt alle sofort weg sind, die für die lokale Bevölkerung produzieren, sondern dass erstmal eine zusätzliche Wirtschaft da ist und dass es dann eine Konvergenz gibt zu einem allgemein höheren Lebensstandard, zu anderen Wettbewerbsvorteilen, unabhängig von reiner Ausbeutungsvorteilen. Nein, danke. Und dass am Ende irgendwie alle ein bisschen davon dran. Genau, um das mal zu bewerten, so möchte ich jetzt auch nochmal zusammenfassen, wie wir glauben, dass es funktioniert. So, diese große Frage in der Debatte war eigentlich, warum funktioniert das so? Bringt es jetzt vor Ort, also wir waren uns eigentlich relativ einig, bis auf Konrad, der vielleicht ein bisschen gesagt hat, eigentlich soll jeder frei sein, ausgebeutet zu werden. Und der auch gesagt hat, wir haben uns unseren Lebensstandard erkämpft, aber das wurde auch hier in der öffentlichen Regierung gesagt, auf den Schultern, den blutigen Schultern anderer, sind wir uns eigentlich generell einig, sogar die Schließung der Opposition, dass man meinen könnte, dass es eigentlich so schlecht ist, wie es dort, was dort passiert im globalen Süden. Dann gab es natürlich unterschiedliche Ansätze. So, auf dieser Seite war dann eher dieser Ansatz, das geht schon alles irgendwie von selber und das wird alles irgendwie besser. Wir glauben, das könnte funktionieren. Wir glauben aber, dass dafür viele Opfer notwendig sind. Wir glauben, dass es nicht besonders schnell ist. Wir glauben, dass es nicht sehr sicher ist, weil es immer auf Ausbeutung basiert, weil wir nicht auf einer Ebene stehen, sondern einfach immer auf Ausbeutung basierend haben. Und ihr habt dann auch sogar noch dieses Foxconn-Beispiel gebracht, dass die jetzt Menschen durch Maschinen ersetzen. Wir glauben, das steht ja eigentlich auf unserer Seite. Das scheint ja sogar ein natürlicher Mechanismus zu sein, dass bei diesem technologischen Fortschritt, den wir haben, wenn Maschinen dann irgendwie immer effizienter werden, dass man die Leute irgendwann nicht mehr so stark ausbeuten kann, dass sie immer noch billiger als die Maschinen sind. Das heißt, das ist vielleicht eine logische Entwicklung. Das heißt, wir glauben, es ist viel besser, dann jetzt zu agieren, so wie dieser Jesus, das hat alles uns jetzt nochmal als letzte Debatte gemacht, so wie dieser Jesus oder dieser Heilige, von dem wir letztens geredet haben. Man kann es irgendwie schneller machen, man kann es besser machen und dann glauben wir, das ist schon mal prinzipiell. So, jetzt zur Frage, funktioniert das? Was waren die Punkte, die dann hier kamen? Also, euer Punkt war dann irgendwie, nein, das ist schlecht, weil das bringt nur sehr viel Schaden vor Ort. Weil dann sind die Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Das kam vor allem in der ersten Hälfte, Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze. Und das ist eben schlecht, weil dann verhungern die alle. So, wir sagen, nein, es ist ja die Arbeitsplätze, das ist nicht ein fixes Niveau, das seit Jahrtausenden besteht. Es können auch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden und die Arbeitsumstände können sich auch ändern. Wir glauben, das heißt nicht jetzt, dass jetzt die Leute verhungern, sondern wir glauben, wir wollen einen Anstoß geben, einen Anreiz für Entwicklung, einen guten Anreiz, damit sich das weiterentwickelt. Und dann wurde auch gezeigt, wie das funktionieren soll, dafür vielleicht noch deine Frage, wenn man vielleicht die Fairtrade dient heute nicht unbedingt dazu, Gewinn zu machen, sondern will vor allem den Leuten vor Ort helfen. Deswegen produziert man in Liberia und Sierra Leone. Konkurrenz und Gewinn für Fairtrade wird Gewinn machen und wird eben dort produzieren, wo sie diese Standards am leichtesten einhalten können. Das wird eben dann eben nicht mehr in Sierra Leone sein, sondern eben woanders gezeigt wird. Okay, dann. Also erstens hatte ich alles gesagt, dass gerade diese Länder besonders haben, auch diesen Bedingungen zu genügen. Zweitens glaube ich, dass es trotzdem noch Lohnunterschiede gibt, nämlich anhand des Preisniveaus. Wir glauben, dass Länder, die sich entwickeln, dort steigt auch das Preisniveau. Das heißt, es wäre
Ländern, auch andere Länder des Landes, wo es generell noch höher ist, aber wir wollen eben diese Kaufkraft so konstant halten, dass man sich ein Minimum damit kaufen kann, ein Minimum an Lebensqualität. Darum geht es. Und das heißt nicht, dass die Wettbewerbe verweisen, das wurde hier auch alles erklärt. Genau, wie funktioniert dann dieser Mechanismus der Aufbereitung oder so? Erstens haben wir gesagt, es ist jetzt nicht alles, die ganze Industrie dort irgendwie weg, weil es gibt auch andere Vorteile auf Preise. So. Wie bei dem Kaffee, also bei diesen Nahrungsmitteln zum Beispiel, in geografischen Gründen. Und vielleicht, weil der auch einfach gleich schmeckt. So. Dann haben wir noch als weiteren Mechanismus dann gezeigt, und das hat Alex dann auch ausgeführt, es wird doch gleich viel Geld an Menge so in dieses Land gebracht. Wir kaufen dann vielleicht irgendwie weniger Produkte, aber eben mit dieser besseren, also Fairtrade und dieser besseren Qualität. Das heißt, es fließt gleich viel Geld in diese anderen Länder. Das heißt, dort bleibt die Geld gleich, das ist ja auch das Preisniveau. Und dann können Leute irgendwie, die dann mehr verdienen zum Beispiel, sich mehr Produkte, also mehr kaufen, steigern sozusagen auf diese innere Nachfrage. Auf diese innere Nachfrage, und da stehen wir ganz klar gegen die zweite Opposition, diese innere Nachfrage wird auch bedient werden, daran glauben wir ganz stark, weil es ist eben nicht immer dieses Ersetzen, sondern das kann man auch zusätzlich machen. Das heißt, das steigert irgendwie so das gesamte Niveau in dem ganzen Land. Das sorgt für Wohlstand für das gesamte Land und sorgt für eine Art von Umverteilung. Ganz ohne staatliche Maßnahmen. Also, die müssen wir gar nicht annehmen, dass sie jetzt das soziale Umverteilung, sondern einfach durch diese natürliche Umverteilung stellt schon irgendwie der Lebensstandard für alle in diesem Land. Und dann...